Hallo, mein Name ist Gunter Weser von der GWirt Technology GmbH aus Braunschweig. Ich möchte Ihnen heute kurz eine Einführung geben in unser Berechnungsmodul Sternhard Paar im Rahmen unserer webbasierten Berechnungssoftware eAssistant. Nach dem Login ist man automatisch hier im sogenannten Project Manager, wo man Projekte anlegen kann, Dateien verwalten kann, die man auf dem eAssistant-Server abspeichert. Man kann aber genauso auch die Berechnungsdateien lokal auf seinem Rechner abspeichern, verwalten etc. Das geht genauso. Das sehen wir gleich in der Software, wie das funktioniert. Hier über die Navigationsleiste, über den Menüaufruf können wir hier die verschiedenen Berechnungsmodule entsprechend starten, wie zum Beispiel jetzt hier das Sternhard-Paar. Dann haben wir hier die Menüzeile vom Modul. Das heißt, wir können hier öffnen und speichern und hier haben wir das Häkchen Lokal. Das heißt, wenn das Häkchen lokal nicht gesetzt ist, dann kann ich sagen öffnen und kann dann hier direkt auf meine Berechnungen aus meinem eAssistant-Account auf dem eAssistant-Server zugreifen. Wenn ich hier sage lokal, Häkchen aktiv und sage öffnen, dann kann ich hier ohne weiteres auf meinen Rechner zugreifen, Dateien von da aus entsprechend laden. Oder natürlich genauso in gleicher Art und Weise dort natürlich speichern. In der Menüzeile haben wir hier oben weiterhin auch Berechnen. Wir haben hier eine Redo-Undo-Funktion, einen CAD-Button für CAD-Datenausgabe, Protokoll, Einstellungen und Hilfe. Den Berechnungsbutton, den brauchen wir eigentlich nicht. Der ist aus psychologischen Gründen hier vorhanden, weil wir gesagt haben, naja, ein Berechnungsmodul ohne Berechnungsbutton, das geht irgendwie schlecht. Das einzige Modul, wo wir den Berechnungsbutton brauchen, das ist in der Wellenberechnung, wo wir zwischen Geometrieteil und Berechnungsteil hin und her schalten. Ansonsten funktioniert das Ganze so, dass wir immer mit einem Template von der Berechnung her starten und hier unsere Daten eingeben können. Das heißt, wenn ich jetzt hier beispielsweise Zähnezahl 15 eingebe, dass die Eingabe mit Enter übernehme, wird sofort neu durchgerechnet. Das Programm zeigt mir sofort meine neuen Ergebnisse. Hier in der Infozeile, da kriegt man natürlich auch nochmal eine Kurzhilfe, wie zum Beispiel Eingabe Zähnezahl 1. Die kleinste mögliche Zähnezahl, die ich eingeben kann, ist Zähnezahl 3. Kleiner geht nicht. Oder wir können hier auch bei Rad 2 eine Zähnezahl eingeben. Dort können wir auch mit einer negativen Zähnezahl arbeiten, wie zum Beispiel minus 66. Dann hätten wir jetzt hier beispielsweise eine Innenverzahlung. Aber dazu später, bleiben wir hier mal bei den 42 und 15. Dann sehen wir jetzt hier auch schon das Übersetzungsverhältnis. Können hier den Normalmodul eingeben. Da können wir mit einem Standard-Normalmodul arbeiten. 1, 2, 3, 4 etc. Oder auch mit einem Krummmodul, wie zum Beispiel 3,1234. Sowas ist genauso möglich. Wenn man mit amerikanischen oder alten britischen Verzahnungen zu tun hat, kann man hier beispielsweise auch auf die Einheit klicken und kann statt dem Normalmodul auch den Diametral Pitch oder Circular Pitch eingeben und das Ganze wird dann umgerechnet in das Normalmodul oder andersrum. Ich gebe hier den Normalmodul entsprechend ein und sehe dann die Umrechnung. Hier kann ich den Eingriffswinkel, sprich den Normaleingriffswinkel der Verzahnung eingeben und hier den Schrägungswinkel. Das heißt zum Beispiel 12 Grad. Sobald ich hier einen Schrägungswinkel eingegeben habe, wird hier auch die Schrägungsrichtung aktiv. Schrägungsrichtung links für Rad 1 oder links für Rad 2. Das zugehörige Rad wird immer passend von der Software entsprechend gesetzt. Alternativ zur Eingabe des Schrägungswinkels in Dezimalgrad kann ich das Ganze hier auch in Grad, Minute, Sekunde eingeben, indem ich einfach nur auf die Einheit entsprechend klicke. Machen wir zunächst erstmal eine Geradverzahnung, dann hat die Software jetzt hier bei der Eingabe von Zähnezahl, Modul, Eingriffswinkel und Schrägungswinkel den sogenannten Nullachsabstand ausgerechnet. Das heißt, das ist mein Achsabstand bei Profilverschiebungssumme 0 oder Profilverschiebungsfaktoren bei 0. Dann können wir hier den Betriebsachsabstand eingeben. Das ist im Endeffekt mein Achsabstand, wie ich tatsächlich meine Verzahnung im Getriebegehäuse verbaue. Der kann größer, gleich oder kleiner als mein Nullachsabstand sein. Wenn ich den Betriebsachsabstand gleich den Nullachsabstand setzen möchte, dann kann ich hier einfach eine 0 eingeben und dann wird automatisch der Betriebsachsabstand hier reingeschrieben.
Jetzt kann ich hier die Profilverschiebungsfaktoren eingeben. Wichtig ist, wir arbeiten hier immer mit den Profilverschiebungsfaktoren, nicht mit der Profilverschiebung, also Profilverschiebung durch Normalmodul als Faktor, deswegen auch mit Stangen gekennzeichnet. Und wenn wir jetzt hier beispielsweise mal minus 0,5 eingeben, Enter, dann haben wir einmal durchgerechnet. Jetzt sage ich 0, Enter, haben ein zweites Mal durchgerechnet und plus 0,5, Enter, dann habe ich ein drittes Mal durchgerechnet. Wenn ich jetzt in die Zahnformdarstellung gehe beispielsweise und hier auf Ausschnitt, dann sehe ich jetzt hier die Zahnform für plus 0,5 und wenn ich hier jetzt oben auf den Undo-Button gehe, dann sehe ich sie für 0 und nochmal auf Undo, dann sehe ich sie für minus 0,5. Das heißt, ich kann hier mit diesen Berechnungen spielen und sehe sofort, wie sich die Profilverschiebung auf die Zahnform auswirkt. Das heißt, bei kleiner Zehnerzahl negative Profilverschiebung ist wohl eher ungünstig. Ja. Wenn wir hier zurückgehen auf die Geometrie, dann können wir das Gleiche natürlich auch mit dem Eingriffswinkel machen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen 15 Grad, 20 Grad, 25 Grad. Und wenn ich jetzt hier auf Zahnform gehe, hier auf Ausschnitt, dann sehe ich jetzt die Verzahnung mit 25 Grad, bei Undo mit 20 Grad und nochmal Undo dann mit mit 15 Grad. Bleiben wir wieder bei den 20 Grad beispielsweise. Dann können wir hier natürlich auch den Betriebsachsabstand ungleich dem Nullachsabstand eingeben. Sagen wir mal beispielsweise mit 116. Dann haben wir jetzt eine positive Profilverschiebungssumme und das Programm teilt jetzt die Profilverschiebungsfaktoren erstmal zu gleichen Teilen auf Rad 1 und Rad 2 auf. Und ich kann das manuell selber verteilen, indem ich zum Beispiel sage Rad 2 0 und alles auf Rad 1. Dann würde das genauso funktionieren. Oder ich kann die Aufteilung der Profilverschiebungsfaktoren nach verschiedenen Kriterien mir auslegen lassen. Dazu kann ich hier auf den Taschenrechner gehen. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel wählen für ausgeglichenes Gleiten oder minimale Gleitgeschwindigkeit oder geometrisches Minimum oder Maximum für Rad 1. Oder wenn die Tragfähigkeit mit aktiv ist, dann kann ich hier natürlich auch für maximale Zahnfußsicherheit, maximale Flankensicherheit oder maximale Fresstragfähigkeit entsprechend wählen. Habe ich hier beispielsweise ausgeglichenes spezifisches Gleiten gewählt, übernehme das Ganze und ändere nachträglich zum Beispiel meinen Achsabstand, dann wird neu nach Werteübernahme automatisch wieder hier die Profilverschiebung entsprechend neu aufgeteilt nach diesem Kriterium, ohne dass ich da nochmal neu reingehen muss. Alternativ kann ich hier auch auf den Taschenrechner gehen, hier auf eigene Eingabe und könnte jetzt hier auch die Summe x, die Summe meiner Profilverschiebungsfaktoren freischalten. Übernehme das Ganze, dann ist mein Betriebsachsabstand kein Eingabewert mehr, sondern ein Ergebnis, ein Rechenwert. Das heißt, ich kann jetzt hier Profilverschiebungsfaktor für Rad 1 vorgeben und Profilverschiebungsfaktor für Rad 2. Und dann wird daraus der Betriebsachsabstand entsprechend gerechnet. Wenn wir das mal wieder verriegeln, Übernahme, dann haben wir hier wieder unseren Achsabstand. Weiteres Kriterium, was wir hier noch haben, ist sogenannter fester Betriebsachsabstand. Das heißt, wenn ich diese Option wähle, muss ich wirklich wissen, was ich tue, weil in dem Fall wird der Zusammenhang zwischen Profilverschiebungssumme und Achsabstand aufgetrennt und ich kann dann die beiden Zahnräder beispielsweise auch mit einem falschen Achsabstand im Gehäuse direkt verbauen und hier in der Berechnung schauen, wie wirkt sich das auf Profilbedeckung, Flankenspiel etc. aus. Dann sehen wir hier auch den Kopfkreisdurchmesser mit dem voreingestellten Werkzeug gerechnet. Da wir jetzt eine Profilverschiebungssumme ungleich 0 haben, macht das Programm automatisch hier auch eine Kopfhöhenänderung, sprich der Kopfkreis wird etwas abgedreht, damit wir dann das empfohlene Kopfspiel nach DIN hier automatisch erhalten. Wir können hier aber auch selber reingehen und die Kopfhöhenänderung zum Beispiel auf 0 setzen. Dann sehen wir, was sich da für einen Kopfkreisdurchmesser ergibt. Oder andersrum, ich kann hier auch den Kopfkreis freischalten und hier leicht abdrehen. Zum Beispiel auf 70 und hier auf 178. Das geht auch. Wenn ich hier versuche, irgendwelchen nicht realistischen Werte einzugeben, zum Beispiel 40 und sage Enter, dann übernimmt er das nicht, weil dann bin ich kleiner als der Teilkreis und so weit lässt das Abdrehen nicht mehr zu. 50 geht auch nicht, 55 auch nicht, 60 geht dann schon. Und wenn wir uns das in der Zahnform anschauen, dann sehen wir schon, okay, das ist wohl nicht gerade ideal, da haben wir wohl etwas zu stark abgedreht. Gut, verriegeln wir das wieder. Dann
schlägt uns hier das Programm auch Kopfkreisabmaße vor. Das heißt, wir können hier die auch selber beeinflussen und zum Beispiel auch die positiven Kopfkreisabmaße beispielsweise auf 0 setzen. Wichtig ist, die Kopfkreisabmaße mit zu berücksichtigen, da das Programm im Hintergrund automatisch immer die exakte Zahnform rechnet und mit Berücksichtigung aller Toleranzen, sprich Kopfkreisabmaße, Zahndickentoleranzen und Achsabstandsabmaße, zuverlässig auf eventuelle Eingriffsstörungen entsprechend prüft. Dann haben wir noch den Fußkreisdurchmesser, das heißt, das ist unser theoretischer Fußkreisdurchmesser für die spielfreie Verzahnung und die Fußkreisabmaße, die sich aus den Zahndickenabmaßen entsprechend ergeben. Dann können wir hier noch einen Innendurchmesser oder Außendurchmesser eingeben. Das heißt, Innendurchmesser ist in dem Fall hier, wenn wir hier eine Bohrung machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel versuche, 50 einzugeben, weil unser Fußkreisdurchmesser bei 52 ist, lässt das Programm das nicht zu. Ich brauche mindestens Zahnkranzdicke unterm Zahnfuß, damit mir die Zähne nicht rausreißen. Und das Programm schlägt hier die 35,82 vor. Und ich wähle dann beispielsweise mal die 35. Der Wert wird in Abhängigkeit von einem Faktor bezogen auf Normalmodul gerechnet, was ich hier im Einstellungsmenü vorgebe. Das heißt hier Faktor für minimale Zahnkranzdicke, zweimal Modul. Ich setze hier für gedrehte, direkt gefräste Materialien aus dem Vollen hier direkt ja, vorgegeben. Wenn ich eine Schweiß- oder Gusskonstruktion habe, muss ich hier natürlich mit einer größeren Zahnkranzdicke arbeiten. Außendurchmesser heißt, wenn ich eine Innenverzahnung habe, zum Beispiel minus 66 als Zähnezahl für R2, dann ist hier natürlich das mein Außendurchmesser, sagt man hier mal 300. Und wenn wir hier in die Zahnform schauen, dann sehen wir jetzt hier Ausschnitt, das ist mein Außendurchmesser, die 300, die ich da hier gerade eingegeben habe. Ja. Bleiben wir aber erstmal bei der Außenverzahnung und können hier auch natürlich eine Zahnbreite mit vorgeben für Rad 1 und Rad 2 zum Beispiel. Können dann hier, auch wenn wir hier einen Bohrungsdurchmesser eingegeben haben, sagen wir hier mal beispielsweise 100, dann können wir hier auch die Stegbreite theoretisch mit beeinflussen. Damit würden wir dann beispielsweise die Radkörpersteifigkeit beeinflussen und das kann ich dann wiederum bei meiner Tragfähigkeit mit berücksichtigen. Aber wenn ich mit der Auslegung anfange, ist erstmal empfehlenswert, mit einem Vollzylinderrad entsprechend anzufangen. Das heißt, ich setze hier auch die Bohrung einfach mal auf 0. Dann haben wir noch die Möglichkeit einer Phase. Das heißt, wir können hier auch eine Phase eingeben als umlaufende Phase, die der Zahnkontur hier an den Stirnflächen folgt. Die reduziert mir rechnerisch meine Zahnbreite für die Flanke und für die Zahnfußtragfähigkeit. Hier können wir noch einen Kopfkantenbruch eingeben. Das heißt, ich kann hier zum Beispiel sagen, Kopfkantenbruch 1 mm. Dann sagt das Programm hier beispielsweise im Meldungsfenster, Kopfkantenbruchradius ist zu groß, Zahndicke am Kopf ist kleiner 0. Das sehe ich dann hier auch in der Zahnform. Hier sehen wir das entsprechend, wenn wir das bei Rad 2 mal noch machen mit einem größeren Wert und in die Zahnform gehen, dann sehen wir das auch. Das kann dann natürlich nicht mehr funktionieren. Okay, dann setzen wir das mal wieder auf 0. Alternativ zum Kopfkantenbruch kann ich auch mit einer Kopfabrundung arbeiten. Das kann ich hier entsprechend umschalten. Wenn ich einmal draufklicke, dann kann ich hier einen Kopfradius eingeben als Radialbetrag, analog dem Kopfkantenbruch. Zum Beispiel hier mit 0,5 und hier mit 0,5. Und dann sehen wir hier in der Zahnform Ausschnitt, dass wir hier eine schöne Kopfabrundung haben. Alternativ zur Eingabe mit dem Radialbetrag kann ich noch einmal umschalten und kann den Radius direkt als Radius eingeben. Und wenn wir dann hier in die Zahnform reinschauen, dann kriegen wir hier einen entsprechend kleineren Radius, weil wir jetzt den Radius direkt vorgegeben haben. Aber egal, ob ich den Radialbetrag eingebe oder den Kopfradius direkt, im Protokoll finde ich dann immer beide Werte. Okay. Dann haben wir hier das Werkzeug. Das heißt, wir können hier einstellen, mit welchem Werkzeug will ich arbeiten, mit welchem Werkzeug will ich die Zahnformbrechen durchführen. Das heißt, das Programm macht eine entsprechende mathematische Herstellsimulation des Abwälzfräsens oder Abwälzstoßens. Das heißt, ich kann hier entweder sagen, ich will die Zahnformberechnung mit einem Wälzfräser machen oder mit einem Schneidrad. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel ein innenverzahntes Rad habe mit einer sehr kleinen Zähnezahl, was ich nicht mehr stoßen kann, dann kann ich hier auf konstruierte Wände stellen und dann wird statt der
Fußkurve, die sich sonst beim Abwärtsfräsen und Abwärtsstoßen ergibt, ein konstanter Fußrundungsradius reingelegt und das ist dann das Ergebnis, was ich hier habe. Beim Schneidrad habe ich hier auch noch die Möglichkeit zu sagen, will ich die Kopfform mit einem Vollradius oder Radius mit gerade. Und ich könnte dann hier auch beispielsweise auch noch die Zähnezahl des Schneid- oder Stoßrades mit vorgeben und auch ein Profilverstellungsfaktor für das Schneid- oder Stoßrad. Und das Programm prüft dann automatisch auch, wenn ich jetzt beispielsweise eine Innenverzahnung herstellen möchte, kann ich diese Innenverzahnung ohne irgendwelche Probleme mit diesem Schneidrad herstellen oder habe ich da eventuell eine Vorschub-Eingriffsstörung, eine Herstelleingriffsstörung oder kann die eventuell nicht bis zum Zahnkopf gefertigt werden. Das wird dann automatisch beispielsweise mitgeprüft. Dann haben wir hier verschiedene Bezugsprofile zur Auswahl. Das heißt, wir sind hier beim Werkzeug, also reden wir ja auch immer nur vom Werkzeugbezugsprofil. Das heißt, wir können hier wählen ISO 53 Profil A, B, C, D oder die Fertigbearbeitungsprofile der DIN 3972 Profil 1, 2 oder für die Vorbearbeitung Profil 3, 4 oder die Zahlenbeispiele aus der DIN 867 Profil 1, 2, 3, 4 oder auch verschiedene Beispiele für Portobranz. Werkzeuge, das hier mal nur als Beispiel. Das heißt, wenn wir hier beispielsweise mal ein Portobranzwerkzeug einsetzen, dann haben wir hier natürlich eine Portobranz und eine Bearbeitungszugabe. Und sobald ich eine Bearbeitungszugabe natürlich habe, werden die Prüfdaten, sprich Zahnweitenmaß über Messzähnezahl oder Maß über Rollen oder Kugeln, im Protokoll automatisch für die Fertigverzahnung als auch für die Vorverzahnung entsprechend ausgegeben. Und ich kriege das Ganze auch in der Zahnform dargestellt. Das heißt, wenn ich hier auf Zahnform gehe, Ausschnitt, dann kann ich auch sagen mit Bearbeitungszugabe und dann sehe ich das Aufmaß auf den Flanken oder hier für die Fertigbearbeitung. Dann sehen wir, dann hat das Programm hier auch aufgrund der Zahnformberechnung festgestellt, wir haben eine Eingriffsstörung. Die kann ich jetzt auf verschiedene Art und Weise beheben, indem ich entweder zum Beispiel die Profilverschiebung ändere. Ich sage hier einfach mal 0 für Rad 2. Das reicht nicht. Oder ich kann jetzt hier einen Kopfkantenbruch noch einführen, beispielsweise von 0,5. Dann wäre die Eingriffsstörung eliminiert. Das heißt, Eingriffsstörung heißt in dem Fall hier der Kopfkreis von Rad 2 greift in den nicht erwähnlichen Bereich, sprich in die Fußkurve von Rad 1 ein. Und das möchte ich natürlich nicht haben. Alternativ zum Kopfkantenbruch oder Kopfabrundung kann ich natürlich auch den Kopfkreis abdrehen. Das kann ich jetzt selber entweder hier entsprechend ausprobieren, indem ich hier verschiedene Werte eingebe oder ich lasse das hier verriegelt, gehe hier auf diesen Taschenrechner und sage, kürze mir den Kopf, sodass die Eingriffsstörung verschwindet und dann habe ich hier automatisch den passenden Wert dafür und kann damit weiterarbeiten. Beispielsweise. Ja. Genau, dann waren wir beim Werkzeug. Alternativ dazu kann ich hier natürlich auch beim Werkzeug mit eigener Eingabe arbeiten, dann wird hier alles freigeschaltet und ich kann mein individuelles Werkzeug vorgeben. Das geht auch. Neben Werkzeugen mit Portobranz kann ich hier auch mit einem Werkzeug mit einer verschobenen Bezugsprofillinie arbeiten oder aber auch mit ja, einem Kopfüberschneider oder auch einem Kantenbrecher. Das geht natürlich auch. Aber nehmen wir einfach mal ein einfaches Profil hier nach ISO 53 Profil C. Dann können wir hier auch über den Taschenrechner beispielsweise ein Sonderwerkzeug auslegen, wo ich hier selber meinen Kopfkreis vorgebe. Sowas ginge hier beispielsweise auch. Und dann rechnet das Programm automatisch den passenden Fußhöhenfaktor aus. Breche ich hier mal ab. Dann können wir hier auf Abmaße gehen, können hier bei den Abmaßen verschiedene Verzahnungsqualitäten wählen. Das heißt nach DIN beispielsweise. Oder alternativ zur DIN können wir hier auch andere Toleranznormen wählen. Neben der Standard-DIN können wir auch die DIN 58405 für die Feinwerktechnik entsprechend auswählen. Oder international nach der ISO 13828 oder nach der ANSI ACMA 2015. Gehen wir beispielsweise mal auf die ISO 13828 und lassen hier mal die Vorgabe mit Verzahnungsqualität 6. Dann können wir die Abmaßreihe vorgeben, zum Beispiel CD25 mit der Toleranzreihe dazu. Wenn wir so eine Listbox aktiv schalten, das geht übrigens an allen Stellen in der Software,
und hier draufklicken. Dann können wir mit der Pfeiltaste auf der Tastatur durch die Liste hier einfach durchwandern und wir sehen, wie sich hier die Zahndickenabmaße entsprechend ändern. Ich stelle hier mal was extra Grobes ein. Also eine recht große Toleranz für die Zahndickenabmaße. Das heißt, wir sehen jetzt hier einen sehr breiten Bereich zwischen oberen und unteren Abmaß. Und wenn wir dann mal in die Zahnform gehen, Ausschnitt, dann sehen wir jetzt hier für das kleinste Zahndickenabmaß und das größte Zahndickenabmaß, wie sich hier, oder das mittlere Zahndickenabmaß, wie sich hier das Spiel entsprechend ändert. Ja. Stellen wir mal wieder zurück auf die CD25 für unser Beispiel hier. Okay. Falls ich die Vorgabe, falls ich meine Nachrechnung machen muss auf Basis einer Zeichnung oder einem Reparaturfall, wo ich was gemessen habe, dann kenne ich natürlich meine Zahndickenabmaße vielleicht nicht. Dann kann ich hier auf den Taschenrechner gehen und kann jetzt hier aus dem Zahnweitenmaß über Messzähnezahl oder aus dem diametralen Rollen oder Kugelmaß rückwärts, indem ich hier meine Werte eingebe, meine Zahndickenabmaße rechnen lassen. Das funktioniert auch, ist recht hilfreich. Dann schlägt das Programm hier natürlich auch eine Messzähnezahl vor für eine ideale Messung des Zahnweitenmaßes oder für das Kugel- oder Rollenmaß den idealen Kugel- oder Rollendurchmesser. Wenn ich den jetzt nicht verfügbar habe, dann kann ich hier oder anderes Maß gegeben habe, dann kann ich den hier natürlich auch vorgeben und hier mein Maß entsprechend ändern. Solange ich in der Nähe von meinem Idealwert bleibe, ist das alles okay. Wenn ich hier einen Wert eingebe, der zu klein ist, dann beschwert sich das Programm, dass es die Prüfmaße nicht rechnen kann oder dass mein Messstückdurchmesser zu klein ist und in die andere Richtung, jetzt zum Beispiel sage 20, dann sagt der Messstückdurchmesser zu groß, dann kann ich auch nicht mehr vernünftig messen, gibt es hier einen entsprechenden Warnhinweis. Toleranzfeld für Achsabstand kann ich hier auch entsprechend einstellen, das heißt, ich habe hier meine ja, ISO-Achsabstandstoleranz zur Auswahl oder ich kann auf eigene Eingabe geben und kann dann sagen, ich will zum Beispiel nur positive Zahnsignale Achsabstandsabmaße zulassen. Und ich sehe hier auch sofort den Einfluss auf mein entsprechendes Flankenspiel an der Stelle. Ja. Auch mit Rücksicht auf meine Zahndickenabmaße sehe ich natürlich hier, wie sich hier meine Zahndickenabmaße entsprechend ändern. Ja. Okay. Dann können wir auf die Zahnform gehen, Ausschnitt, und dann sehen wir hier, hat man ja schon gesehen, dass sich hier das kleinste und größte Zahndickenabmaß oder das mittlere Zahndickenabmaß und auch das Kopfkreis hier entsprechend einstellen kann. Und genau mit den Einstellungen, die ich hier wähle in der Zahnformdarstellung, kann ich dann mein CAD erzeugen, zum Beispiel in 2D DXF als Zahnform, um das fürs Drahtschneiden oder fürs Laserschneiden und Radarodieren verwenden will oder für verschiedene CADs wie zum Beispiel SolidWorks, Solid Edge, Autodesk Inventor, NX oder ProE zum Beispiel, das kann ich hier rüber auch entsprechend ausgeben und über unsere CAD-Plugins dann direkt nativ im CAD mein 3D-Bauteil mit den hauseigenen Features vom CAD generieren lassen oder dann auch die Herstelldaten als Tabelle auf die Zeichnung setzen lassen. Das geht natürlich auch. Ja. Aber wichtig ist, bevor ich irgendwelche CAD-Daten erzeuge oder Zahnform generiere, immer erstmal auf Zahnformausschnitt und hier die gewünschte Toleranzlage entsprechend einstellen. Ja. Dann haben wir bisher nur die Zahngeometrie gehabt, die Hauptabmessung, Prüfdaten, Zahndicken etc. und sehen hier auch unten die Profilüberdeckung bei einer Schrägverzahnung, die Sprungüberdeckung und Gesamtüberdeckung dazu. Und wenn wir jetzt die Tragfähigkeit rechnen wollen, dann kann ich hier erstmal noch nichts eingeben, solange ich hier nicht eine entsprechende Rechenmethode gewählt habe. Das heißt, ich kann hier sagen, will ich meine Tragfähigkeitsberechnung nach DIN 3990 oder ISO 3636 durchführen, immer nach Methode B, das heißt nach der genauesten oder bestverfügbarsten analytischen Berechnungsmethode an der Stelle. Ja. Nehmen wir mal beispielsweise die ISO 3636. Dann können wir hier, sobald wir eine Rechenmethode gewählt haben, auch die anderen Daten eingeben. Das heißt, wir können hier unseren Werkstoff entsprechend auswählen aus der entsprechenden Werkstoffdatenbank, können aber auch auf eigene Eingabe gehen, bei Kommentar reinschreiben, was es für ein Werkstoff sein soll und selber Werte auch hier entsprechend vorgeben. Das geht. Oder man kann natürlich Werte sich auch einpflegen lassen. Aber bleiben wir mal bei dem 16 MNCA 5 einsatzgehärtet sozusagen für Rad 1, Rad 2.
Dann können wir hier einen Anwendungsfaktor eingeben. Wenn ich da Unterstützung brauche, kann ich auf den Fragezeichen-Button gehen und bekomme dann hier eine entsprechende Hilfe dazu. Wählen wir hier beispielsweise mal eine 1,25. Dann können wir die Lebensdauer vorgeben. Wir können mit 200 Stunden, 2000 Stunden oder 200.000 Stunden rechnen. Das ist prinzipiell egal. Das Programm kann sowohl statisch als auch im Zeitfestigkeitsbereich oder Dauerfestigkeitsbereich rechnen. Wenn ich in der Neuauslegung bin, dann kenne ich meine Konstruktion wahrscheinlich noch nicht so genau, dass ich sagen kann, was habe ich für einen Wellendurchmesser, was habe ich für einen Lageabstand. Das heißt, da ich in der Regel erstmal mit der Zahnradauslegung anfange, das heißt, ich arbeite hier bei der Astauslegung erstmal mit einem festen kH-Beta-Wert, mit dem ich starten kann. Wenn ich dann meine Konstruktion genauer kenne nach der ersten Auslegung, nach dem ersten Entwurf, dann kann ich hier auch über diesen Taschenrechner den kH-Beta auch berechnen lassen. Das heißt, ich kann hier nach DIN oder nach ISO beispielsweise dann hier nach der approximierten, nach der Näherungsmethode der DIN bzw. ISO mir den kH-Beta berechnen lassen. Wenn ich das dann noch genauer haben möchte, das heißt, ich möchte die Breitenlastverteilung über die Zahnbreite noch genauer rechnen mit einer höheren Berechnungsmethode, wie zum Beispiel Finite-Elemente-Methode, dann kann ich das in unserer Systemerweiterung machen, im Systemmanager. Das heißt, dort habe ich integrierte Finite-Elemente-Methoden drin und dort kann ich dann die Deformation der Welle aufgrund von Biegung, Torsion, ich kann berücksichtigen, ich kann die Lagersteifigkeiten, auch die nicht-linearen Wälzlagersteifigkeiten von Wälzlagern mit berücksichtigen. Ich kann aber auch die Gehäusesteifigkeit mit berücksichtigen oder auch die Verformung von Planetenträgern oder Radkörpern, um dann sehr genau die Flankenlinienabweichung, die Lastverteilung zu rechnen, um dann meine Flankenmodifikation, wie zum Beispiel Breitenwalligkeiten, entsprechend optimal auslegen. Gut, das heißt, hier breche ich erstmal ab an der Stelle, arbeiten hier weiter erstmal mit einem festen Wert 1,25. Dann können wir hier ein Bezugsrad wählen, für welches Rad will ich Leistung und Drehzahl vorgeben. Wenn ich statt der Leistung hier beispielsweise das Moment vorgeben möchte, dann kann ich hier auf den Button TP gehen, dann schaltet er um auf Moment und ich kann hier direkt meinen Moment vorgeben. Ich kann hier auch die Einheit umschalten, das heißt, wenn ich wieder mit der Maus auf die Einheit klicke, kann ich hier auch auf Newton-Millimeter oder Kilo-Newton-Meter stellen. Und gebe hier meine Drehzahl zum Beispiel ein mit 3000 Umdrehungen pro Minute. Dann sehen wir unten schon als Ergebnis, dass hier bestimmte Sicherheitswerte rot markiert werden. Das heißt, hier sagt uns das Programm automatisch für den aktuellen Fall, was ich hier gerade rechne, ist meine Mindestsicherheit unterschritten. Die Mindestsicherheitswerte, die habe ich hier im Einstellungsmenü vorgegeben und sobald der rechnerische Wert kleiner wird, wird er entsprechend rot markiert. Dann kann ich hier meine Schmierung noch wählen, das heißt Öltauchschmierung, Einschutzschmierung oder Fettschmierung oder Trockenlauf, wenn ich jetzt die Methode nach der VDI beispielsweise wähle. Wir haben ja hier verschiedene Berechnungsmethoden. ANSI/APMA wäre der amerikanische Standard und VDI wäre jetzt quasi für Kunststoffverzahnung beispielsweise. Dann können wir hier den Schmierstoff wählen aus mehr als 200 verschiedenen Schmierstoffen aus der Schmierstoffdatenbank oder ich kann wieder auf eigene Eingabe gehen und kann ja selber wieder Werte eingeben. Wählen wir hier beispielsweise mal einen Standard ISO-VG 220, Schmierstofftemperatur beispielsweise 70 Grad oder auch 60 Grad kann ich hier auch noch einstellen und hätte dann meine Hauptdaten hier in der Geometriemaske schon fertig. Wenn ich jetzt hier die Schmierstoffliste beispielsweise wieder aktiv schalte und mit meiner Pfeiltaste durch die Liste durchgehe, dann sehe ich auch, wie sich hier meine Sicherheiten entsprechend verändern, je nachdem, was ich hier für einen Schmierstoff gewählt habe. Ja. Gleiches gilt natürlich auch für den Werkstoff. Das heißt, wenn ich hier den Werkstoff entsprechend ändere und hier durch die Liste durchgehe, dann sehe ich hier auch, wie sich hier das Ganze entsprechend mit dem entsprechenden Werkstoff hier verhält. Ja. Aber gehen wir mal auf unseren 16MCA5 zurück. Und wir haben hier übrigens auch einen Hochreihenstahl mit drin, nach Ovako, der dann nochmal mehr Vorteile für die Dauerfestigkeit beispielsweise bringt. Dann haben wir noch allgemeine Einstellmöglichkeiten. Das heißt, wir können hier sagen,
Wir sehen den Dynamikfaktor, den könnte ich noch überschreiben, wenn ich wollte. Ansonsten wird dann noch DIN oder ISO gerechnet. Wir können hier einen Aufteilungsfaktor vorgeben, wenn wir beispielsweise mehr als drei Ritzel haben, die ein Großrad antreiben. Dann habe ich nicht mehr gleiche Lastverteilung über alle Ritzel. Dann kann ich das hier mit berücksichtigen. Ich kann ja mit einer mittragenden Zahnbreite und Zahnfuß rechnen, wenn ich beispielsweise keine Längsmodifikation, also Breitmodifikationen habe. Kann ich sagen, einmal moduliert Zahnende. Und dann trägt das breitere Rad im Zahnfuß mit einer größeren Zahnbreite natürlich mit, weil sich das Ganze dort abstützen kann. Das heißt, für die Zahnfußtragfähigkeit von Rad 1 mit der größeren Zahnbreite wird jetzt hier eine andere Zahnbreite zugrunde gelegt und nicht die gemeinsame Zahnbreite, die hier bei 50 war. Hier kann ich also sagen, kleine Anzahl Krückchen zulässig oder nicht. Damit kann ich das hier Ganze hier auch nochmal beeinflussen. Okay. Gut, dann haben wir noch weitere Eingabemöglichkeiten. Fußflanke, das heißt, bevor wir das machen, mache ich hier mal kurz, dass es weniger rot ist. Dann macht sich das etwas besser. Lassen wir das mal so an der Stelle. Dann können wir hier bei Fußflanke auch noch Anzahl Lastwechsel freischalten, wenn wir das möchten. Oder wir können hier alternativ sagen, Anzahl Zahneingriffe, Rad 1, Rad 2. Das heißt, wenn mein Rad 2 beispielsweise von drei Ritzen angetrieben wird, dann könnte ich hier sagen, drei Zahneingriffe und dann wird damit beispielsweise gerechnet. Ja. Hier können wir noch die Rauttiefe vorgeben für Fuß und Flanke. Fuß jetzt beispielsweise gefräst, Flanke beispielsweise geschliffen, wären die Vorgaben. Wir könnten auch noch Schleifkerl berücksichtigen. Und sobald wir einen Einsatzstahl einsatzgehärtet vorgegeben haben, wird hier automatisch die optimale Einhandeltiefe gerechnet. Und wir können hier über den Schlossbutton das auch beeinflussen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel zu große Verformungen haben nach dem Härten, mehr wegschleifen mussten und eine reduzierte Einhandeltiefe haben, dann können wir auch schauen, wie wirkt sich das auf die Flankensicherheit hier beispielsweise aus. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel 0,5 eingebe, dann habe ich hier auch eine reduzierte Flankensicherheit an der Stelle. Dann haben wir noch den Technologiefaktor als Erweiterung zu DIN bzw. ISO. Das heißt, hier kann ich Sachen berücksichtigen wie Rollen oder Kugelstrahlen als ja, Stärkung des Fußes durch eine entsprechende Oberflächenverfestigung. Ja. Und wir können hier unseren Betriebsartenfaktor oder auch teilweise Wechselbiegungsfaktor genannt nutzen. Das heißt, wir können hier entweder mit der Schwellenbelastung arbeiten, wechselnd oder reversierend. Bei Reversieren kann ich noch die Anzahl der Lastrichtungsänderungen vorgeben und das Programm rechnet dann selber den Betriebsartenfaktor hier entsprechend aus. Oder ich kann auch auf eigene Eingabe stellen und hier selber einen Wert beispielsweise vorgeben. Aber bleiben wir hier einfach mal bei schwellend. Dann haben wir noch den Werkstoffpaarungsfaktor, den ich bei Bedarf überschreiben kann und die Langzeitlebensdauerfaktoren nach der ISO. Wobei ich nach der ISO auch die Möglichkeit habe zu sagen, ich möchte im Dauerfestigkeitsbereich analog der DIN arbeiten, also gleich in die Horizontale gehen und könnte dann hier auch die Werte hier mit 1 beispielsweise überschreiben. Das wäre genauso möglich. Oder mit dem Wert dazwischen. Ja. Übernahme und beim Fressen kann ich hier noch sagen, Schmierstofftyp, zum Beispiel Mineralöl, relativen Gefügefaktor kann ich auch noch eingeben. Der ist für vergütete und normal einsatzgehärtete Stähle 1. Aber wenn ich jetzt mit was phosphatierten oder verkupferten arbeite oder mit einem rostfreien Stahl, kann ich den hier natürlich auch entsprechend individuell vorgeben. Und ich kann hier noch wählen, voll eingelaufene Verzahnung oder nicht. Nehmen wir mal voll eingelaufene Verzahnung, Übernahme. Dann haben wir die wichtigsten Sachen fertig für einen einzelnen Lastfall an der Stelle. Wir können aber hier genauso auch mit einem Lastkollektiv arbeiten. Das heißt, wir können hier sagen, Lastkollektiv verwenden, können hier die Anzahl der Lastfälle vorgeben, beliebig viele, können dann hier die Zeitanteile vorgeben, ich sage hier mal 0,4, 0,4 und 0,2, damit die Summe hier 1 ergibt. Das heißt, wir haben hier 40%, nochmal 40 und dann nochmal 20%. Können das Moment hier vorgeben, sagen zum Beispiel 250 bei 3000 Umdrehungen, 300 bei 1500 Umdrehungen und 400 bei 750 Umdrehungen beispielsweise. Könnten dann auch pro Lastfall mit einem unterschiedlichen Kmh-Beta-Wert arbeiten. Wenn wir den rechnen lassen, wird er automatisch gerechnet oder ich kann ihn individuell vorgeben.
Das Lastquartil, wenn ich mehr Lastfälle habe, kann ich auch speichern als CSV und in Excel einlesen und erweitern oder dann genauso von Excel zurücklesen, überöffnen und hier wieder einlesen. Das geht genauso. Und wenn wir sagen, okay, dann wird automatisch hier alles mit dem Lastquartil gerechnet. Ich schalte mal zurück, schalte mal das Lastquartil wieder aus und geben hier mal wieder unsere 20.000 vor und unseren Anwendungsfaktor von 1,25 beispielsweise und unser Drehmoment war 250 bei 3000 Umdrehungen. Dann haben wir das wieder. Dann können wir natürlich auch zusätzlich noch hier Modifikationen berücksichtigen, was natürlich auch bei einer entsprechenden Verzahnungsqualität nur Sinn macht. Das heißt, wir können hier Profilmodifikationen mit berücksichtigen, wie zum Beispiel eine Kopfrücknahme, linear oder kreisförmig, können dann hier auch uns den Betrag rechnen oder vorschlagen lassen, rechnerisch für die Kopfrücknahme. Hier können wir dabei vorgeben, sollen das 100% der vorgegebenen Leistung bzw. des Momentes sein oder vielleicht nur 50%? Das kann ich hier entsprechend wählen. Sag okay, Taschenrechner, und er schlägt mir hier einen entsprechenden Betrag für die Rücknahme vor. Dann können wir auch noch wählen, wollen wir mit einer kurzen oder mit einer langen Kopfrücknahme entsprechend arbeiten. Wenn ich hier sage lang, habe ich hier den Wert oder kurz den Wert dazu. Wenn ich alternativ statt der Länge mit einem Durchmesser arbeiten will, also ab welchem Durchmesser die Modifikation starten soll, dann kann ich hier umschalten. Dann wird das automatisch hier auf den Durchmesser umgerechnet, wo die Modifikation startet. Und das kann ich dann nochmal individuell auch entsprechend anpassen. Analog geht das auch mit einer Fußrücknahme. Oder wenn ich weder mit einer Kopf- noch mit einer Fußrücknahme arbeite, könnte ich alternativ auch mit einer Höhenballigkeit hier entsprechend arbeiten. Das wird dann automatisch auch in der Zahnformberechnung entsprechend mit berücksichtigt. Breitenmodifikation könnte ich mir hier auch entsprechende Vorschlagswerte beispielsweise generieren lassen, aber das sind grobe Werte nach den Empfehlungswerten von der DIN bzw. ISO. Wenn ich das genauer rechnen möchte, dann empfiehlt sich, wie gesagt, die Anwendung und die Auslegung über den Systemmanager, sprich über das Mehrwellenberechnungssystem an der Stelle. Dann haben wir das soweit. Das heißt, wir haben jetzt hier mal gesehen, wie prinzipiell, welche Möglichkeiten ich habe, wie prinzipiell so eine Berechnung läuft. Wenn ich jetzt aber komplett auf der grünen Wiese anfange und auch gar keine Idee habe für ein gegebenes Drehmoment beispielsweise und Drehzahl und für ein gegebenes Übersetzungsverhältnis, mit was für einem Modul, was für eine Zählzahl muss ich da eigentlich arbeiten, dann kann ich hier einfach mal einen Wert eingeben. Ich sage hier mal 1000 Newtonmeter. Dann wird das hier alles dunkelrot und sage hier nochmal 1500 Umdrehungen. Können dann spezifizieren, ich will den Werkstoff mal mit den, na, sagen wir mal, den 20 mm CA5 hier nehmen an der Stelle. Und beim Abmaßen soll es ruhig die Verzahnungsqualität 6 sein und beim Werkzeug ruhig das Profil C, okay. Und in der Geometrie sage ich Schrägungswinkel, nee, ich möchte gerne erstmal einen Vorschlag haben für eine Geradverzahnung. Dann kann ich hier auf Auslegen gehen. In der Geometrie entriegle ich das einfach mal, damit er hier die Freiheit hat. Sag hier auslegen. Außenradpaarung, Innenradpaarung, sag mal Außenradpaarung. Überschlagskriterium, die Zahnflappentragfähigkeit. Übersetzungsverhältnis soll ungefähr 4 sein, also sage ich mal von 3,9 bis 4,1. Und der Zähnezahlbereich fürs Ritzel soll zwischen ja, 14 und 30 zum Beispiel liegen. Hier könnte ich auch noch einen Achsabstandsbereich vorgeben, indem ich das freischalte. Schenke ich mir jetzt momentan mal. Verhältnis von Zahnbreite zu Teilkreisdurchmesser kann ich erstmal mit den Standardwerten arbeiten. Optional auch mit Zahnbreite zu Modulverhältnis. Das geht genauso. Kann hier noch die Modulreihe wählen: Reihe 1, Reihe 2 oder keine Reihe. Da macht er auch ein Krummmodul. Ganzzahlige Übersetzungsverhältnisse will ich nicht zulassen. Und Kriterien für die Profilverschiebung kann ich erstmal sagen: keine oder hohe Tragfähigkeit oder geräuscharm. Das mit der Profilverschiebung lasse ich erstmal außen vor. Sag hier auslegen. Und dann rechnen wir hier mal eben fix 627 Varianten durch. Die sehe ich jetzt hier. Und die kann ich mir jetzt hier oben sortieren. Das heißt, kleinster Modul wäre 3, größter Modul wäre 8. Oder nach dem Übersetzungsverhältnis hätte ich hier die Möglichkeiten. Oder nach dem Achsabstand. Oder
nach meiner Zahnfußsicherheit oder Flankensicherheit oder aber auch nach meiner Profilüberdeckung. Und dann könnte ich hier beispielsweise die größte Profilüberdeckung wählen oder aber ich nehme dann doch den Achsabstand oder auch die Einhaltung vom Übersetzungsverhältnis, sag mal die. Oder ich möchte eine kleine Zähnezahl. Ja, dann sagt man hier einfach mal, das mit dem Modul 6 gefällt mir nicht so gut. Ich nehme mal hier die Modul 4-Variante. Da haben wir noch eine recht große Profilbedeckung. Übernehmen das Ganze mal. Dann ist hier erstmal nichts mehr rot. Das heißt, wir können hier schon mal mitarbeiten. Die Zahnbreite habe ich hier auch schon drin stehen. Die passe ich hier einfach mal an auf 100. Und hier auch auf 100 beispielsweise. Und den Achsabstand will ich vielleicht auch noch ändern. Dazu muss ich jetzt hier, weil ich die Profilverschiebungsfaktoren über die Auslegung vorgegeben habe, einmal auf den Taschenrechner die Summe x verriegeln. Hier noch ausgeglichenes Gleiten zum Beispiel auswählen. Übernahme und könnte hier auch den Achsabstand zum Beispiel nochmal anpassen. Und hätte hier schon eine relativ schnelle brauchbare Lösung, mit der ich weiterarbeiten könnte beispielsweise. Wenn ich das Ganze soweit habe, dann kann ich hier ganz normal zum Beispiel lokal sagen Speichern und kann dann das Ganze lokal auf meinem Rechner entsprechend speichern. Sagen wir einfach mal Test 0815. Speichern. Und anschließend können wir hier natürlich sagen Protokoll. Können hier auch noch Auftragsdaten entsprechend mit vorgeben, die wir mitspeichern können. Können anschließend hier eine Protokollvorlage wählen, Standard oder Fertigung Rad 1, Rad 2 oder ein Kurzprotokoll. Sag mal Standard, die Langform. Dann wird das Protokoll erstmal als HTML entsprechend erzeugt. Und wir sehen dann hier im Inhaltsverzeichnis die verschiedenen Eingabewerte, die Berechnungsergebnisse, können direkt zum Beispiel auch zu den Prüfmaßen springen, sehen dann detailliert alle möglichen Prüfmaße dazu. Oder wir können hier auch auf das PDF gehen, dann haben wir das sofort als PDF an der Stelle, können hier auf allgemeine Tragfähigkeit gehen, allgemeine Einflussfaktoren und haben dann hier alle Werte auch dafür, inklusive der entsprechend detaillierten Ergebnisse für Fuß und Flanke und am Ende auch hier beispielsweise noch das Diagramm für die Kontakttemperatur, für die Berechnung der Fresstragfähigkeit nach dem Blitztemperaturkriterium und beispielsweise auch den Verzahnungswirkungsgrad. Auch gleich noch mit dazu. Dann habe ich das Ganze soweit abgeschlossen und könnte mich jetzt um die weiteren Maschinenelemente von meinem Getriebe kümmern oder noch weiter optimieren, wie auch immer. Das soll mal eine kurze Einführung, Überblick gewesen sein, welche Möglichkeiten hier das Standard Power Modul innerhalb unserer webbasierten Berechnungssoftware bietet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.